Ah, Kanonen, kann ich ein paar mitnehmen? Könnte ein paar meines Schiffs noch gebrauchen. Wobei, ich habe ja viele Kanonen bereits an Bord meines Schiffs. Ich glaube, ich habe jeden Slot bereits mit einer Kanone besetzt. Was? Wie bist du? Sie greift nach dem Horn an ihrer Seite. Lass die Hörner ertönen. Wir haben hier einen Eindringling. Die grausame Ladung hat sich wieder aktualisiert. Ja, Alarmstufe Rot und die Festung. Ja! Das ist für meine Freunde. Hm? I'd be glad to. Tja, aber wir haben hier drin mit wenig Gegenwehr zu kämpfen eigentlich. Weißt du was, du magst, du scheinst ja deinen Löwen so sehr zu mögen. Wäre nur gerecht, wenn er dich als erster zerfleischt. So. Ja, Gleichgesinnte wurde auch aktualisiert. Boah, es wurde viel aktualisiert jetzt dadurch. Fruchtbare Allianz. Ja, das habe ich mich gekümmert. Ein kluger Vorschlag. Ist ja auch aktualisiert worden bereits. Gleichgesinnte. Ich habe mich entschieden, Meister Kuha nicht zu helfen. Castor wird nicht erfreut sein, aber vielleicht wird er meine Erklärung verstehen. Vorher mit Eldis reden. Vielleicht können wir sie darum überzeugen, dass sie in Zukunft mit Castor Geschäfte macht. Ja. Ich habe Meister Kua getötet und die verbleibenden Sklaventreiber verlassen Krummsporn. Azura wird darüber erfreut sein, dass ich sie losgeworden bin. Grausame Ladung. Meister Kua getötet. Ursache wird davon erfahren wollen. Genau. Ah, eine außergewöhnliche Armbrust nehme ich gern mit. Oh. Außergewöhnliche Donnerbüchse ist okay. 25% Fehlschlag in leichte Treffer umgewandelt. Mit Waffen aus dem Waffenschwerpunkt. Was hab ich? Sind besser. Ja, 1 macht es auch besser. Tikeo hat gar nichts. Du hast bereits solche und du hast Bolzenfänger. Okay, Tikeo, kriegst du die? Ja, fruchtbare Allianz hat sich jetzt auch. Ja. Die Sklavenhändler auf Krummsporn sind beseitigt. Sehr schön. So, dann noch den Eisabschneider hier töten. Tschüss. Was haben wir hier eigentlich? Diese Marmorstatue scheint eine Kopie eines berühmten großfeierischen Werkes Ducala Ceres zu sein. So, die Sklavenhändler sind jetzt Todfeinde von uns. Ihr solltet eigentlich lieber gehen, anstatt gegen mich zu kämpfen. So.
ein Körnchen Staubhaut auf den Möbeln. Was? Defensives Leuchtfeuer plus 1 Rüstungswert. Aura-Reichweite. Der Schild ist ein Symbol der Entschlossenheit. Okay. Das ist auf jeden Fall das perfekte Schild für Idea. Permut und Kupferhaufen, ja. Gut, ich nehme mal an, meine Kohle habe ich nicht mehr zurückgekriegt. Allerdings haben wir jetzt durch die Krummsporn-Leute so viel Zeug, dass wir nachher eine Kataka verkaufen können. Niethunde. Oh. Like frogging a figurehead. Futile. Bei Palegina brennt es ein bisschen gerade. Und du bist auch hinüber. Gut. Tell me. Got someone in my sights. Worthless. You ask too much. Oh, da kommt ein Ogre-Kanonier. Das war ein Ogre-Kanonier. Hey, Munition und Grog. Doch mehr Munition und Schwarzpulver, okay. Wie sieht's auf meinem Schiff aus? Oh, ein bisschen Munition kann noch rein. Sieht aber fast schon so aus, als hätten die Juana hier richtige Arbeit geleistet. Das heißt, wir können eigentlich alles einsacken, was wir hier finden. Diese Kanonenkugeln sind effizient angeordnet und liegen bereit, um abgefeuert zu werden. Bist du irgendwie golden? Ja, du warst golden. Also ist wohl irgendein Schutz drauf, ja? Oh, der da ist tot. Der Torwächter. So, wir sind voll mit Munition. Gucken wir mal, was wir hier unten noch so finden im Hof. So wie es aussieht, hat es hauptsächlich Sklavenhändler und Kunden erwischt. Ich sehe jetzt jedenfalls keine offensichtliche Juana-Leiche, also Wahaki-Leiche hier unten. Aber jede Menge Geld. Ah. Und Zeug, das wir zu Geld machen können. Die brauchen es eh nicht mehr.
So, wie viel sind wir jetzt mittlerweile? Nur 167. Okay, gerade mal 1000 oder so gemacht. Dann gucken wir mal, was hier drin noch ist. Genwesbeeren. So, bist nur noch du übrig, ja? Care to have a look? Well, if you insist. There you go. Ja, ruf bei Sklaven, den Laden sich verschlechtert, ist mir egal. Oh, das ist jetzt, wird jetzt aber alles als Diebeszeug angesehen. Okay, dann lassen wir das mal in Ruhe. Ich bin erstmal froh, dass wir Krummsporn jetzt erledigt haben, nachdem jeder wollte, dass wir Krummsporn erledigen. Ach du meine Güte! Eine Todesfeuerflotte direkt vor unserer Nase. Oh, da habe ich Bären übersehen. Krummsporn ist nur noch ein Streifen Land in deinem Rücken, als du eine Flotte herannahen siehst. Es sind rautalische Kriegsschiffe, vollgestopft mit Kanonen und sie bewegen sich sehr rasch. Sie nähern sich dir und eine vertraute Gestalt lüftet die Mütze und hebt die Stimme zur Begrüßung. Wächter, bist du es wirklich? Kanarua grinst dich mit unverfrorenem Entzücken an und stößt den konfusen Kapitän des Schiffs mit der Schulter zur Seite, um sich über die Rehle zu beugen. Ach, Kana! wer ist das? Und nicht schon wieder du, Kana. Ich hätte es wissen müssen, dass ich dich hier draußen finde. Jedenfalls ist das überall sehenswert. Ich weiß, dass du kommen wirst. Für die, die es nicht begriffen haben, Kana ist unser Sänger aus dem ersten Teil. Und mit meiner Schwester. Gefällt dir das Leben als Abenteurerin Maya? Was würde Mutter sagen? Kana schüttelt den Kopf. Sie würde sagen, es ist noch nicht genug mehr zwischen uns. Was machst du hier? Willst du den Soldaten ein Schlaflied singen? Maya grinst ihn an, Ishiza sitzt auf der Reling und krächzt freudig. Wie Lämmer, bewaffnete, gefährliche, stinkende kleine Lämmer. Kana winkt Ishiza mit wackelnden Fingern zu. Wo hast du gesteckt? Naja, jemand muss die ruhmreiche Eroberung in das Lied bringen. Und da ich mich als eine Art kämpfender Schüler sehe, dachte ich mir, dass ich die naheliegende Wahl treffe. Die Schule des Wissens wird vielleicht überrascht sein, deinen Namen wieder zu hören. Kana grinst breit. Sie nennen es gekünstelt, aber die Wahrheit ist, dass das Leben manchmal wirklich so seltsam ist. Ja, schön dich zu sehen. Ich habe dich wirklich vermisst, weißt du, all unsere Abenteuer? Daher wusste ich, dass du nicht tot bist. Der Fürst von Ketnua getötet. Unsinn. Wann? Nach der Flucht aus der einstürzenden Eishöhle. Was? Welche Eishöhle? Nach dem Besiegen des bleiernen Schlüssels, die Götter selbst hinterher trieben. Kana, ich segelte durch die Welt, um deinem Geschwätz zu entkommen. Maya zeigt auf ihn und hebt warnend die Augenbraue. Nur damit du von einem riesigen Fuß zerdrückt wirst. Absurd, so ist die Geschichte aber nicht. Kana verschränkt die Arme. Ja, ich muss gehen. Kümmere dich um ihn, Maya. Denk dran, du bist diejenige, die Verantwortung übernehmen soll. Kana hebt den Finger. Ich halte ihn vor der offenen See fern, mach dir keine Sorgen, du großer Feigling. Maya grinst Kana an. Der Kapitän boxt sich schließlich bis zur Reling durch und beugt sich steif nach vorne. Klare Himmel, Hagrim, und gut gemacht. Wir kümmern uns um die Verteidigungsanlagen des Hafens. Die auf Deck versammelten rautanischen Soldaten tragen schwere Panzerhemden und an ihrer Seite glitzern und funkeln die Klingen. Sie sehen aus, als seien sie für alles bereit. Azura hat keine rautanischen Schiffe erwähnt. Er sieht aus, als ob er sich unbehaglich fühlt. Ich würde es mir nicht anmaßen, Azura Nuis Pläne zu kennen. Ich habe den Befehl, den Hafen gegen Piraten und Sklavenhändler zu sichern. Der Kapitän des führenden Schiffes verbeugt sich, als er mit dem Schiff gleichzieht. Klare Hingel, Hagrim, und gut gemacht. Wir kümmern uns um die Verteidigungsanlagen. Ja, das kennen wir alles. Wer bist du? Wir sind die Quappa, wir dienen als Ranga Nuis fähigste Krieger. Die Truppen hinter ihm verschränken wie ein Mann ihre Arme.